Willkommen zurück. Heute mal wieder im ATS. Wir fahren heute einen Kontoauftrag. Einfach weil ich Bock drauf habe. Und weil ich, ja, es ist Dinge passiert. Ich sag das ja so gern. Ah, schön. Mit dabei ist wie immer der Fizzle. Hallöchen. Und, ja. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es sind nur Dinge passiert. Ihr werdet sehen. Ihr seht, wir sind im ATS. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Es ist einfach... Der Truck hat einfach so einen schönen Sound. Ich möchte einfach nur draußen haben. Kann man doch machen, oder? Ja, mein Volvo ist endlich angekommen in Amerika. Endlich. Ach Gott, ich habe ihn so vermisst. Problem ist, der LKW an sich hat ja, wie soll ich sagen, einen kurzen Radstand und die Originalreifen sind jetzt auch nicht dabei, die ich im Michelin-Päckchen drin habe. Deswegen ist der ein bisschen anfällig, sage ich mal. Der Trailer hat eh 0 Tonnen, weil ich habe neu geladen, weil das Display nicht ging. Aber jetzt funktioniert ja alles. Endlich. Endlich. Jetzt würde ich bald wünschen, dass die Mods im ETS auch noch im ATS gehen. Ich wäre einfach nicht zufrieden. Das kriegst du auch noch hin. Das kriege ich sicher auch noch hin. Ja, da gibt es sicher einen Mod für die Mods. Ja, du hast ja eine Stunde lang gesucht, also. Ich hatte einen Cooldown, den musste ich irgendwie rumbringen. Ich bin gerade so happy. Ich meine, der Motorensound. Ich bin froh, dass der alte Motorensound noch drin ist von dem FNL. Aber das ist einfach. Ich würde sagen, wir haben es endlich geschafft, auch wenn ich kein Grafiker bin, eine Firmenlackierung in den ATS einzufügen. Zumindest für die Volvo-Fahrer, gell? Die anderen haben halt Pech gehabt. Können sich manchmal ein Stück abschneiden von deinen Grafikkünsten. Weil ich weiß nicht warum, aber ich habe Anbauteile, die im ATS nicht vorhanden sind. Ich habe die Lackierungen, die nur beim Volvo im ETS eigentlich sind. Da muss ich den Motor jetzt echt mal loben. Also, gute Arbeit. Ja, das klang jetzt nicht so toll, aber... sehr stolz. Komm. Ich schau mal, wie der hieß. Ich weiß es mich gar nicht. Wer war denn das? Wer hat es verbrochen? Wer hat was verbrochen? Wer hat den FHR16 reingebracht? Wer war das? Das war FRKN64. Oh. Oh. Mir fällt gerade was auf. Was ist los? Mir fällt gerade was auf. Erstens brauche ich die 1,34. Aber jetzt habe ich gerade was gesehen. Das muss ich gegenchecken. Nein. Nein. Mann. Da wollte ich hin. Henry Volvo. Er hat alle LKWs rübergebracht aus dem ETS. Allerdings sind die vermutlich nicht kaufbar. Weil die Händler nicht hier sind. Das ist nämlich das Problem an der Sache. Also müsste man quasi noch einen Mod besorgen. Aber dann hat das ja noch einen Mod gehabt für die Händler alle.
Ja, das schaue ich später mal. Also merkt euch das hier mal, schaut da mal rein. Also Volvo ist auf jeden Fall drin, funktioniert, läuft. Ich sehe zwar noch Volvos auf seinen Seiten, auf seinen Bildern. Aber okay. Vielleicht hat er noch mehr gemacht. Ich muss da nochmal schauen in Ruhe. Oh, ich bin so glücklich gerade. So glücklich. Ah, schön. Ja, logisch, dass man erst die Händler einfügen muss, damit man auch die richtigen LKWs kaufen kann. Aber mit diesem Mod wäre es halt möglich, die TNG in dem ATS zu etablieren. Beziehungsweise, der Multiplayer wird eh nicht gehen, aber wissen wir ja schon. Also ich sehe noch keinen Konvoi in ETS-Formen. Nein, in TNG-Formen. Ich bin ganz wuschig. Ich bin noch ganz wuschig, tut mir leid. Ich kann nicht mehr richtig denken. Ja, Kontofreiigkeit. Fissel, was geht bei dir so? Ich fahr und fahr. Und lass mich raten, du fährst. Ja. Woher wusste ich das nur? Lange Tour quer durch Europa. Ja, das ist gut. Ein bisschen mehr Motorleistung. Minimal. Und dass wenn man in den Kurven Gas gibt, dass die vorderen Räder nicht mehr ganz so viel Kontakt mit dem Boden haben. Ja, das ist normal. Das gehört so. Das ist, weil der Trailer hinten so drauf drückt. Man gibt ja auch in Kurven kein Vollgas. Ja, aber rausbeschleunigen am Scheitelpunkt. Ist jetzt nicht mehr. Das ist. Es geht. Das ist wieder so typisches Ding. Das habe ich jetzt schon 5 Leuten gegeben. Einer konnte davon mit nichts anfangen mit dem Mod, aber. Die Bahnübergänge sind uneben. Aber Kurven unter Zug fahren, das muss ich echt durch San Francisco fahren. Ich werde mir auf jeden Fall ein neues Sprachpaket holen für mein Navi holen. Ja, gönn dir, lass dir Zeit. Ich schieb den Bus schon zur Seite, keine Sorge. Ach komm. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht. Bei Vollgas gefällt er mir jetzt nicht so gut. Der Ton aber, der Sound, aber es geht schon. Muss ja nicht immer nur Vollgas fahren. Ich werde so viel Zeit hier verbringen. Und wie man sieht, der LKW ist echt noch jungfräulich. Ich bin jetzt bei 314, 45 Kilometer sowas. Soll ich dir was sagen? Mhm. An der Ampel neben mir stand gerade ein FH16. Hier links steht ein FH16. Nein, stehen da jetzt nur noch Volvos? Nicht nur. Hier ist ein Peter Buit. Oh Gott, ich liebe es. Volvo erobert den Markt in Amerika. Das müsste ich mir eigentlich hier sponsern lassen, das Video, ganz ehrlich. Die Volvo-Werbung ist gar nicht normal für mich. Noch einer. Und noch einer. Ach ja. Ja, Washington habe ich ja ein bisschen befahren. Ich habe ja relativ viel schon gezeigt gehabt. In Instagram sieht man auch viele Fotos, wo ich gefahren bin. Müsst ihr noch TNG suchen, da findet ihr auch was. Und also Transnet Group. Und jetzt sind wir ja gerade dabei, die ganzen Kontoaufträge wegzufahren, die da gebastelt wurden. Weil die laufen alle heute so langsam ab.
Aber kriegen wir alles gebacken. Kriegen wir alles auf die Reihe. Ich freue mich schon auf der Highway. Wenn ich endlich meinen kriege hier, weil im Moment fahre ich nur auf der 101 rum. Hier wäre gerade ein schöner Aussichtspunkt gewesen, hätte ich ein Foto machen können. Ah. Nächstes Mal. Ich muss die Uhrzeit noch ein bisschen vorstellen, dass es Tag ist, richtig Tag ist, meine ich. Ja, hier so zum Beispiel. Time auf. Jetzt ist es 7, machen wir mal 9. So, dann mache ich ein Foto für meine Jungs. Ah, schön, 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 schön. Wir brauchen mehr Schärfe. Ein bisschen mehr. Na, rot nicht, ein bisschen mehr blau. Ein bisschen mehr bei Oregon. Katsching! Ach, schön. Ja, das war jetzt wieder so ein kurzer. In freudiger Erwartung quasi eine Aufnahme. Einfach ohne viel Hintergrund oder so. Einfach nur, weil ich mich gerade so richtig, richtig freue. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Man sieht's, ich bin's immer noch. Ja, ich bin irgendwo dagegen gekommen. So, dass ich ein gutes Stück geflogen bin. Autobesserung vielleicht? 8:04. 8:35, perfekt. Ach Gott. Alles perfekt portioniert hier. Getimed. Ja, ich bin irgendwie mit dem Heck irgendwo hängen geblieben und bin dann geradeaus in ein Feld reingeflogen. Ja. Machst den Volvo gleich kaputt. Ja, ja. Normal. Hallo, ich bin's. Nämlich, wirklich. Es ist erstaunlich, dass ich so viele Fahrten überstanden habe, ohne groß Schaden zu nehmen. Aber da habe ich alles noch Vanilla-Teile gehabt. So, ich glaube, hier war das. Ja, der Volvo mag einfach keine Unebenheiten. Das ist ein großes Problem. Oh, schaut euch die Gegend an. Schaut euch die Gegend an. Oregon ist so schön. Und irgendwie ist das Lenkrad ganz komisch eingestellt. Das gefällt mir nicht wirklich. Aber da bastel ich jetzt nicht rum. Das mache ich dann mal in Ruhe. Also merkt es vor, gell, Fissel. Am 18.06. war ich mal glücklich. Alles klar. Endlich mal. So kurz vor meinem Purzeltag, so schön. Wer hat Geburtstag? Niemand. Ich glaub, du spinnst. Bin nicht mehr mein Buddy. Warum? Ich will sowas nicht hören. Älter werden? Nee, Geburtstag. Haben die alle nur so eine Abneigung gegen Geburtstag? Ich meine, ich feiere es auch nie, aber... So viel zu feiern ist es auch nicht. Hey, du hast es geschafft, dich noch ein Jahr länger zu quälen. Wow.
mein Genick. Ich wollte eigentlich eine, wie sagt man, ein Review machen. Ich hab's mal hier mit englischen Wörtern einfach. Zwecks meines Headsets. Das HyperCloud 2. Hyper. Weil da ist mein Clip abgegangen, damit ich es am T-Shirt festmachen kann. Der hat sich einfach gelöst. Das ist kaputt. Und jetzt hängt mir das Kabel so lose um den Hals rum und ja. Was tut er denn da? Problem ist halt, dass das doch recht schwer ist, diese kleine Soundkarte, sage ich mal dazu. Entschuldige. Entschuldige. Und meinem Genick das gar nicht gut tut. Dass es nicht so alt wird. Das wollte ich schon immer mal machen, hier in, auf der 101 runterfahren. Mit dem FA-16. Das ist gerade so ein kleiner Lebenstraum von mir gewesen. Na toll, jetzt steht bei mir auch was vom Cooldown. Fissel, warum hast du eigentlich kein ATS? Weil ich es noch nicht habe. Aber ich habe ja in 3 Tagen Geburtstag. Echt? Was? Echt? Nein. Ja doch, eigentlich schon. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du ein Krebs bist. Nein, ich bin der letzte Zwilling. Der letzte Zwilling. Ich wusste es. Okay. Das ist nur witzig, weil mein Schwager hat morgen Geburtstag. Dann ist er auch Zwilling. Du hast dann demnächst Geburtstag. Ich habe auch demnächst Geburtstag. Ist ja witzig. Wir hatten uns einfach schon damals auf dem Linkin Park Konzert 2006 kennengelernt. Das war gestern einfach so geil. Ich bin eine Tour gefahren, also wir sind eine Tour gefahren und irgendwie bin ich auf Linkin Park gekommen, weil ich so müde war. Und ich weiß nicht mehr genau warum oder wie, aber wir waren schon mal beide auf demselben Konzert. Herrlich. Vor 150 Jahren. Gefühlt, ja. Ich muss sagen, selbst mit dieser Leistung, ja, also diesem, ich sag jetzt mal, dieser geringen Endgeschwindigkeit von 160, ist es mir eigentlich ganz egal. Also mehr verlangen kannst du jetzt wirklich nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich hätte ganz gerne jetzt noch den Mod mit dem 185er Package, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Weil selbst 160 mit dem Volvo ist ein Träumchen. Ich bin ja jahrelang, gefühlt jahrelang, mit 750 PS gefahren und war auch zufrieden. Jetzt habe ich 1000 PS. Es ist okay. Es ist alles okay. Ich bin fast wunschlos glücklich. Ich meine, ich muss ja nicht immer nur hier Cooldown reinfahren ohne Ende. Ich meine, ich kann mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für sowas. War da was? Ich habe nichts gemerkt. Und ja, ich fahre wieder mit dem Henker, ich weiß. Ich bin so happy. Ich bin gespannt auf die Reaktionen nachher im Telegram. Mhm. Hast du schon reingeschickt, das Foto? Ich warte nur auf den richtigen Moment. Ich habe zwar schon eins gemacht, aber das war nicht so. Ich will gucken. Eine Wiegestation hat mich noch nie interessiert. Ich glaube, ich habe fast die ganze Karte abgefahren, aber alles, was grau ist, sind Wiegestationen. Wobei es mir interessant zu wissen zu wäre, interessant wäre zu wissen, so rum, ob der FA-16 jetzt genauso viel wiegt wie im
ETS, aber ich gehe mal stark von aus. So interessant ist es dann doch nicht. Oh, wir werden so viel Spaß haben. Ah, Spuren gibt es auch wieder. Ich erkenne den Ton wieder. Also, die, wie sagt man, die Randrillen. Dann ist aber echt gut gemoddet. Er klingt genauso wie im ETS. Nur er bremst sehr viel besser. Sehr viel besser. Und der bricht vor allem nicht aus beim Bremsen. Ich habe schon reingeschrieben gehabt, dass ich vermutlich demnächst keinen VNL-Bau brauche, dass einer frei wird. Ja. Das ist zu viel Gas. Kommt gleich was, warum fährst du keine ATS mehr? Ich habe nicht wieder geschaut, aber... Ach Gottchen. Officer, können Sie vielleicht ein bisschen schneller fahren? Nur so ein Ticken, nur so eine Idee. Er ist verblüfft, was er im Rückspiegel sieht. Hm, er kann es nicht fassen. So, ein schöner LKW. So eine schöne Lackierung. Diese Form. Diese Lackierung. Also Fakt ist, ich kriege jetzt jeden Parkplatz. Also. Der ist etwas kürzer, der FA16. Nicht ja Musik an. Es ist so erbärmlich wieder. Ja, 158, das ist schon seine Grenze, seine Schmerzgrenze. Aber ist ja wurscht. Sind teilweise Wellen drin, wo der VNL wirklich drüber fahren würde ohne Probleme und hier da der FA60 bricht aus, aber alles easy going. Das ist wirklich auch ein schönes Bild hier. Vermute ich mal. Irgendwie schneit es gerade bei mir auf dem im Menü. Alte Bildschirmschoner angegangen. Was? Bildschirmschoner? Wo ist denn der Verkehr jetzt? Da war gerade ein LKW hinter mir. Ich weiß, ich schicke einfach das Bild und sag, das neue DLC ist super. Gerade im Angebot. 7,99. Gefunden bei Otto.de. Ah, ja. Product Placement. Ist ja grausam. Du machst es gar nicht absichtlich. Nee, ja, ich mach's echt nicht absichtlich. Aber ich sag mal so, lieber sag ich irgendwas, bevor ich mir ein 3-Minuten-Video anschauen muss mit irgendwelcher Werbung. Man ist durch die ganzen Slogans schon so kirre in der Birne. Ja. Ich hätte zwar gesagt, ich soll rechts bleiben, aber ich fahre jetzt trotzdem mal nach links. Links hat sie gesagt, soll ich bleiben. Ich fahre trotzdem rechts. Wie ich schon sagte. Kirre. Ich habe gerade absolut keinen Plan, wo ich hier bin. Es ist bewaldet, es ist hügelig, es ist... grün. Und es ist sehr schön zum Fahren. Es muss die 1:1 sein. Aussicht? Naja. Wald. Hast du gewusst, dass der Mittelstreifen befahrbar ist im ATS?
Ich bin davon ausgegangen. Der ist ebener als manche Straße. Im ETS. Ach ja. Ja, ich werde in Zukunft sehr viel mehr ATS spielen. Jetzt muss ich es mir doch holen, ja. Du musst nicht. Es ist... Ich meine, du schaust ja vielleicht meine Videos. Du bist ja einer von den zwei, die es anschauen. Und du siehst ja, was denen geht. Na, ich guck mal rein. Aber erst die Kontoaufträge fertig fahren, gell? Leider. Du, ich muss den anderen heute auch noch was lassen. Noah hat schon geschrieben, aber heute Nachmittag schon wieder Konterfahrt machen muss. Nein, er muss die Vormittag noch machen. Achso. Ja, eigentlich schon. Ja, Morgenstund habt, weißt schon? Leerfahrt im Glückmund. Genau. Die frühen Vögel sind auch schon wieder unterwegs. Bei dir aber nicht. Also gestern war es richtig schön beim Fissel. Nein, ich habe die Balkonte zu, weil der Nachbar noch die Hecke schneidet. Das würdest du hören. Konnte den nicht gestern schneiden, wo es eh... Na gut, gestern war es noch nicht ganz so warm. Jetzt hat es auch schon wieder 24 Grad auf meinem Balkon. Hier brennt es auch schon wieder, Leute. Ja, ich meine Österreicher, was das Wetter angeht, die sagen heute 33 Grad in Innsbruck. Bäh. Dann kann ich davon ausgehen, dass es hier auch sowas wird. Da klebt das Lenkrad dann hinten fest. Ja, und die Hose an. Ja. Ja. Ach. Einfach ohne Hose rausgehen. Wer? Schaden. Laden? Ich habe Schaden. Ja, Glückwunsch. Mein erster. Was? Nach 2000 Kilometern. Achso. Ja, also das ist ja bemerkenswert. Ich schaff's meistens nicht ganz so weit. Das mit Tastatur. Ja. Ja, Tastatur wird weit unterschätzt. San Rafael bin ich gleich. Jawohl. Jawohl. Achso, du hörst ja mein Navi nicht, gell? Nein. Denk mir manchmal halt, du spinnst. Und, ja, das kennen viele, das Leute, viele Leute das Problem. Also, die wissen's. Wie war das mit Beschleunigungsstreifen? Gibt's die in Amerika, ja? Hier in Deutschland nicht. Ne, es ist eher eine Einfädelspur statt ein Beschleunigungsstreifen. Es sind Beschleunigungsstreifen. Keine Bremsstreifen. Ja, wenn du den vierten Tanker vor dir hast, dann hilft auch der Beschleunigungsstreifen nicht viel. Na komm! Na komm! Na komm! Ich weiß, du tust das. Du hast einen Volvo, die müssen alle auf die Seite springen. Ja, müssen sie eigentlich, aber sie tun es nicht. Dann fahre ich halt rundrum. Erhöhte Kurven, steil bergauf. Ich mag das nicht. Mein Volvo mag das auch nicht. Der kann damit nicht viel anfangen. Ah, geschafft. Ja, einen längeren Radstand wäre super beim FH16. Oder aber ich gehe mal wieder auf den Zweiachser. Dann würde ich vermutlich auch schneller fahren können. Aber will ich das denn? Das Witzigste ist sowieso, ich könnte sogar das Schwerlastfahrwerk könnte ich sogar, also klar, einbauen. Mit der Lackierung? Mit der Lackierung vermutlich nicht, aber im ATS. Dass mich da noch leicht aus den Kurven rausdrückt. Hm. Ich fahre übrigens gerade über die Golden Gate und wenn das kein Foto wert ist, dann weiß ich auch nicht. Arsch. Ah. Ah.
ein Schwede zu Gast in Amerika, oder wie ist da die Folge nennt? Ich weiß es nicht. Das Foto. Lass euch da drunter schreiben. Traveling worldwide. Na, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Lass dir mal irgendwas einfallen. Ich? Ja, du. Mir fällt doch mal nichts ein. Nichts Vernünftiges. Nichts Vernünftiges. Ich muss auf die andere Seite gehen. Sieht man auch die Wolken hier, die. Ja, das Licht ist echt nicht so der Burner gerade. Aber da können wir noch ein bisschen was machen. Ja, am besten so, gell? Ja. Was? Du hast eine Frage gestellt. Ja, die Lackierung kommt diese wirklich durch. Aber man kann es schon erkennen, denke ich. So. Ich bin so glücklich. Was das Beste ist? 0 Minuten Cooldown. Wieso das denn? Ja, weil ich in der Zeit bin. Weil du so oft stehen bleibst. Vermutlich. Fahrt ihr euch mal außen rum? Achso, die fahren außen rum, weil sie keine Motor bezahlen müssen. Egal. Das Geld habe ich auch noch. Vor 3 Wochen hatte ich noch 64 Millionen auf dem Konto hier. Es ist unglaublich, dass ich jetzt zur Zeit gefahren bin im ATS. Mit 154 nach LA rein, ne, San Francisco ist das. Aber weißt schon, die Golden Gate Bridge steht in LA. Ja, ja. Gleich eine Freiheitsstatue. Genau. Ah, ich bin so durch. Ah, der ist schon da. Also bremsen tut das sehr viel besser. Ich hab den Trailer jetzt ein bisschen zerkratzt, aber das ist mir bewusst. Ich bin am Ziel. Ach, wer hätte das gedacht, dass es mal so weit kommt? So, Anna, wie schaut's aus? Anna? Der Outtrack wurde voll right then. Danke. Dann bis bald. Ciao. Ciao, ciao.